Willkommen, liebe Minecraft-Zuschauer, zu Part 2 meines Let's Shows von Texture Packs. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier ein neues Texture Pack ausgewählt, und zwar das nennt sich Black M9 HD Real. Also das Texture Pack entstand praktisch aus der Feder von Mr. Black, der ebenfalls im Minecraft-Forum anzufinden ist. Er hat dieses Texture Pack kreiert und bereitgestellt, deswegen nennt sich das Pack auch Black, weil der User so heißt. So, hier muss ich zugeben, das ist jetzt ein HD-Texture-Pack. Ich weiß, dass viele Leute nicht so gerne HD-Texture-Packs mögen. Wie ihr auch seht, ist das Ganze noch nicht Beta 1.2 fähig, weil grob Feinheiten wie dieser Baumstamm hier, das wäre nämlich dieses... Das wäre nämlich die Eiche, die eigentlich angezeigt werden sollte. Und ja, hier sieht man auch noch den klassischen Bug, dass der Ofen oben, die Plattform, nicht angezeigt wird. Was dafür typisch ist, dass das Texture Pack für die Version nicht entsprechend ist. Und ich denke, dass in absehbarer Zeit ein Update kommen wird, das das behebt. Also hier haben wir wieder unsere Türen. Hier wäre wieder unsere Stahltür, unsere Holztür. Dann unsere Workbank. Hier hat sich vom Interface übrigens auch einiges getan. Wie ihr seht, ein bisschen pixelig. Darüber kann man eigentlich hinwegsehen. Ich habe jetzt leider keine Gegenstände in meinem Inventar. Vielleicht werde ich das auch noch nachreichen. Die Icons haben sich auch verändert. Also es hat sich also in diesem Texture Pack einiges getan. So, dann hätten wir hier unsere Musicbox, wie ich schon bereits erwähnt hatte. Dann unser Kaktus. Der hat jetzt hier ziemliche, ich sag mal, verbrannte oder verdörrte Stellen, also ziemlich ziemlich ins Detail. Hoppala. So, hier hätten wir dann wieder unseren Kies, unseren normalen Dreck, wieder normalen Stein, Cobblestone, dann hier unseren Deadrock wieder, dann normaler Sand, wieder Dreck, dann unsere Wiese und unsere Zäune. Dann das Bücherregal. Vielleicht hätte man hier eine andere Farbe wählen können, weil ich meine, lila eine Bücher und grüne Bücher fügt sich nicht wirklich gut in die Minecraft-Welt ein, finde ich. Gerade wenn hier eher alles bunt ist und dann hier immer lila eine Bücher im Regal stehen. Ich weiß nicht, da hätte man durchaus eine andere Farbe nehmen können. Dann hier haben wir die klassischen Explosionsfässer, beziehungsweise Kisten. Fässer sind es ja keine. Dann haben wir hier unser Goldvorkommen, unser Gold, unser Metallvorkommen, unser Metall, unser Obsidian. Jetzt habe ich glatt vergessen, was das ist. Naja. Dann unsere Diamanten. Wieder unseren Schwamm. Dann hier unsere Bricks. Und unser verarbeitetes Holz. Glas. Unsere Stufen. Dann, was ziemlich gut gelungen ist, ist die Lava, muss ich zugeben. Die sieht sehr cool aus. Allerdings, leider auch hier, daher, dass es nicht animiert ist, ist es halt einfach nur so ein Lavaklotz, der in der Gegend rum schwebt, beziehungsweise runterfällt. Also, es sieht hübsch aus. Man muss sich ja damit abfinden, dass sich das Ding nicht bewegt. Das gleiche übrigens auch mit dem Wasser. Hier haben wir ziemlich schöne Wassertexturen. Wie man hier auch sieht, ist Aquamarinblau. Also, einfach nur Wahnsinn, wie das aussieht. Und ja, wie gesagt, es bewegt sich halt leider nicht. Dann hätten wir hier unseren Slowstone, unseren Netherrack, ziemlich genial verarbeitet, wie ich finde. Also es sieht echt cool aus. Dann hier unseren Glowstone. Ich muss zugeben, die Blüten sind etwas, ja, ich möchte nicht sagen scheiße gewählt, aber sie sehen nicht hübsch aus, meiner Meinung nach. Also wie haben wir lieblos hingeklatschte 2D-Tulpen und Rosen, vor allen Dingen blaue Rosen, die man in der Natur eigentlich so nicht vorfindet. Also, naja, muss sich dran gewöhnen. Also, mein Fall ist dieses Texture Pack auf jeden Fall nicht. Dann, das Bambus sieht eigentlich noch ziemlich okay aus. Ja, wie ihr schon seht, ist dieses Texture Pack leider nicht für die Beta geeignet. Wie ich ja bereits davor schon erwähnt habe. Also hier ist sämtliche Wolle nicht, ja, wird nicht angezeigt. Die hier wird das gar nicht projiziert. Na, jetzt wird es langsam dunkel, das ist nicht schön.
Ja, hier hätten wir dann das normale Standard-Minecraft-Build-System. Ist auch verpixelt, also für das, dass es eigentlich ein HD-Texture-Pack ist, hätte man sich hier eigentlich die Mühe machen können, die Bilder gescheit anzuzeigen. Ich meine, hier muss man echt ganz, 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 ganz weit weg gehen, um die Bilder zu betrachten. Es gibt zwar das schöne Sprichwort, man begutachtet ein Porträt womöglich am besten in der Ferne, um die wahre Schönheit zu sehen. Das trifft hier leider zu. Naja, vielleicht sind ja die anderen Texture Packs dann besser. Ja, hier wären dann die Fackeln. Ja, das war's jetzt mit dem Texture Pack. Hier ist gut, dass die Schweine auch hier noch sind. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die Kotlets, die haben sich verändert. Leider ist das Interface hier unten auch nicht unbedingt schön gelungen. Also für das, dass der Macher hier sich ziemlich Mühe gegeben hat, um die einzelnen Sachen zu bearbeiten, hätte er das Interface eigentlich auch locker überarbeiten können. Also hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, gerade weil es eben ein großer Aufwand ist, die ganzen Texturen herzustellen, hätte man eigentlich auf so kleine feine Details auch achten können. Ja, das war es auch schon mit meinem zweiten Texture Pack. Dann stelle ich doch gleich mal das dritte vor. Bis gleich.